So, irgendwie sollten wir jetzt wieder da sein. Ich weiß nicht so wirklich, was jetzt gerade eben passiert ist. Das dachte ich einfach so ein normaler kleiner Verbindungsabbruch. Aber ja, dann hat es mir hier kein Bild mehr auf Twitch angezeigt. Und auch wenn hier mein OBS meinte, dass es sich wieder verbunden hat und weiter streamen würde. Und jetzt habe ich einfach ein bisschen gewartet, ob irgendwann das Bild wieder kommt oder dann nicht. Und jetzt habe ich halt den Stream komplett beendet und nochmal neu gestartet. Ich hoffe mal, dass das jetzt wieder normal läuft. Jetzt sind wir hier natürlich mitten in der Konversation drin, aber gut. Schauen wir mal. Okay. Aber ihr Herren seid so aufdringlich. Nina. Sei gut und komm mit uns mit. Unser Boss würde dich gern sehen wollen. Au! Wenn ihr mich nicht alleine lasst, werde ich mich nicht mehr zurückhalten. Hm. Ja, wir werden wiederkommen. Wow. Das ist doch eine Magieschule, oder? Kann ich also auch ein paar Zauber lernen? Können ja mal Nein sagen. Nein, ich will aber, ich will. Bitte lass uns reingehen. Na gut. Okay. So, jetzt kommt man auch zum ersten Mal hier in diese Zauberschule rein. Wie was? Es tut mir sehr leid, Yoji. Ich habe meine Magie eingesetzt. Nennen wir den Grund. Naja, letztlich, diese Gang, sie nennen sich die Joker Gang, waren... Entschuldigung. Wenn du uns ein paar Zauber beibringst, dann werden wir und die Typen für dich kriegen. Oh, du bist aber ein mutiges Mädchen. Du willst Magie lernen. Ja, bringst du mir was bei? Dann kann ich mir die schlimmen Typen holen. Nein, das kann leider nicht so einfach passieren. Es dauert sehr lange Zeit, um Magie zu lernen. Und es sieht nicht so aus, als ob sie sehr lange warten wollten. Ja, das stimmt. Wir werden nicht aufgeben, kleine Nina. Weil du so niedlich bist. Und deine kleine Schwester Mina ist auch niedlich. Haha. Oh, so ein böser Gesicht. Wir haben noch nichts getan. Noch nicht. Aber wenn du nicht mitkommst, ja, wer weiß schon, was passieren wird. Oh. Nun? Komm doch mal zu deiner kleinen Schwester. Was ist dir los? Sie haben wohl ihre kleine Schwester entführt. Wenn wir nichts unternehmen, wird Nina alles tun müssen, was sie sagen. Ha, diese dreckigen Ratten, das erzürnt mich. Okay, auf geht's. Erzählt er uns eigentlich, bitte helft Nina, wo die genau sind? Wahrscheinlich nicht. Also, ich weiß es natürlich. Und man hat auch einmal, als wir dort Richtung Corsar damals gegangen sind, einen Hinweis bekommen. Ja. Dann also mal auf. So.
3 Schritte. Na, vielleicht waren es 4. Sagen, das ist dieses Schild, was ich hier gemeint habe. Und wir gehen jetzt gleich nochmal hier in die nächste Stadt hier oben und dort einfach nochmal zu speichern. Das ist noch ein klein wenig näher als Hometown. Okay, sieht so aus, als müssten wir jagen. Oder eben auch nicht. Ja, Hoodlums, das heißt, denke ich, explizit sowas wie Ganoven oder so. Ich habe damals immer gedacht, es soll Wegelagerer heißen, aber ist ja nur auch relativ ähnlich. Sollten wir auf jeden Fall noch mal rasten. Wir können jetzt ganz frech sein, einfach bis... Achso, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch in der Taverne einfach schlafen können. Aber wir können ja mal... Wir haben sowieso, denke ich, noch nie Time Warp benutzt hier. Damit man das mal sieht. So. Jetzt ist wieder Tag. Mal schauen, ob wir da jetzt einfach kostenlos wieder bis zur Nacht warten können. Oh. Na gut, dann müssen wir doch ins Hotel. Also es lohnt sich auf jeden Fall, dass wir uns mal diese 2 AP noch holen. Da können wir immerhin einen zusätzlichen Heilzauber casten. Ich bin immer noch überrascht, dass das ein Motel ist. Obwohl, Laternen haben sie ja immerhin. Dann könnte er natürlich noch mit Kerzen funktionieren, eventuell, aber... Tja, die Auswahl war halt nicht so groß. Also irgendwie wollen sie uns dazu zwingen, jagen zu gehen. Oh, gut. So, und das ist sozusagen dann dieser Weg, der hier eben zu dieser Höhle führt. Hä? Euch reinlassen? Seid ihr verrückt? Die geben natürlich in der GBA-Version dann schon sehr viel Erfahrung und Geld, aber gut. Hier kommt natürlich auch ein sehr spezielles Musikstück. Mein Vater ist der jüngere Bruder des Bosses. Ja, also ich habe es jetzt schon, muss ich zugeben, relativ lang nicht mehr gespielt gehabt. Der Boss heißt Joker.
Ich bin Gibara. Das ist die Toilette. Hm. Ich kenne den Boss seit meiner Kindheit. Aber in letzter Zeit hat er sich verändert. Ich bin der Freund des jüngeren Bruders. Des Sohns des jüngeren Bruders vom Boss. Und ich bin Gabe. Er ist Reru. Die Wache heißt Raid und sein Sohn ist Pain. Und der ältere Bruder des Bosses ist Gibara. Wenn du darüber nachdenkst, sind es alles nur Verwandte. Konnte man hier gleich einfach rein? Dann ist nicht mit seinem jüngeren Bruder teilen, okay. Achso. Hi, ich bin Vin. Ich habe nichts mit den Jokers zu tun. Ich lese einfach in dieser Höhle, weil ich kein Haus habe. Hat bestimmt einen recht weiten Arbeitsweg dann. So, halt. Wollen ja nicht wieder raus. So. Was? Willst du mit dem Botsch sprechen? Dann nennen wir den Namen seines Neffen. Also Toilette ist natürlich schon mal nicht. Ich denke, es war Pain. Ich denke, du sprichst die Wahrheit. Okay, geh rein. Aber wenn man was Falsches sagt, muss man den besiegen. Der ist dann aber tatsächlich auch von der Map hier weg und kann normal weitergehen. Was? Du hast nicht vom Boss gehört? Der Schalter für die Tür ist rechts in dem Loch. Au. Ha, du bist drauf reingefallen. Eine Giftspinne ist in diesem Loch. Wenn du ein Freund vom Boss wärst, hättest du das gewusst. Gib auf. Macht tatsächlich ein wenig Schaden. Aber wir haben recht viel Abwehr hier, also das passt schon alles. Und das Gute ist ja, wie schon mal erwähnt, dass im Kampf selber Gift erstmal nichts macht. Von daher macht es auch keinen Sinn, sich hier jetzt schon vor dem Gift zu heilen, wie man sieht. Jetzt natürlich schon, aber wir müssen noch ein paar Gegengifte da haben, ja. So. Na gut, gehen wir doch mal weiter hier. Trickster. Hörst, die hatten eigentlich genau 33 HP oder sowas. Ja, 32 scheint auch dann zu reichen. Da kann man natürlich theoretisch auch schon ein bisschen Erfahrung sammeln.
will aus. Okay. Wir können uns erstmal die buffen. Ja, meinte ich. In diesen Höhlen gibt es mehrere von diesen, ich nenne es jetzt mal untoten Gegnern. Allerdings werden wir da bald noch ein bisschen Unterstützung bekommen im Kampf gegen die. Aufgestiegen. Mein Angriffskraft hat ja schon recht viel. Da kennen die. Ich merke gar nicht mehr. Ne, ist ein normaler Gegenstand, oder? Na, dann geben wir es ruhig ihm. Erhöht einfach Glück um 1. Bloodsuckers. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich denke, die können jetzt tatsächlich theoretisch HP absaugen, aber man sieht ja, dass sie sehr schnell besiegt sind. Ja, ja. Also das ist ja eines von den, ich sag mal, ungewöhnlichen Sachen, dass beim ersten Teil ja die Charaktere, als sie angegriffen haben, noch zu den Gegnern direkt hingegangen sind oder sich dahin teleportiert haben, wie auch immer. Und der zweite Teil ist, denke ich, so ziemlich der einzige, wo die einfach vor sich hinschlagen. Achso, na gut, ja, teilweise, ne? Also der hält selber am Anfang sozusagen schon, ja. Wenn er groß wird, wie sieht's dann aus? Geht er dann hin? Ich weiß es nicht mehr. Silberdolch. Und ja, Waffen aus Silber sind in diesem Spiel auch effektiv gegen Untote. Ob wir den dritten Teil auch noch spielen? Weiß ich noch nicht. Da sieht man schon mal jetzt sehr viel Schaden. Bisschen weiter. Rechts oder links? Ich weiß es nicht mehr. Hm.
Ja, ich wusste nicht mehr genau. Ich denke, beim vierten gehen sie ja auch hin, ne? Aber interessanterweise eben auch beim ersten. Ah ja, hier rüber war richtig. 100 Zenny, naja. Ah ja, Dark Souls 2 war tatsächlich gar nicht so unangenehm wie gedacht. Denke, ich bin insgesamt nur so um die 75 Mal oder so gestorben. Und über zwei Drittel der Bossgegner, also zumindest von denen, die ich gefunden habe, waren First Tries. Wenn man gestorben ist, dann meistens nicht bei den Bossen. Du kannst genauso gut auch deinen Zauber noch benutzen. Das ist egal. So eine Sardine essen. Gibt es auch keine Random Encounters. Der Boss ist beschäftigt. Na, danke, dass du Wache bei uns hältst. Du kannst dich jetzt ausruhen. Ja, trotzdem nur so ein normaler Hut hier. Gib mir meine Schwester zurück. Oho, du bist aber sehr schön, wenn du zornig wirst. Würdest du mir dieses hübsche Gesicht nicht etwas näher zeigen? Gib mir meine Schwester zurück. Hey, hör auf ihn. Halt's Maul und mach, was er sagt. Fass mich nicht an. Ah! Nun, bringen wir eine Schwester zurück. Beim nächsten Mal wirst du nicht nur eine kleine Verbrennung haben. Hoho, dann werde ich sie mal herbringen. Hohoho. Schwester. Mina, ich werde dich jetzt retten. Ho, ist das nicht schön? Das ist Liebe, aber nicht jetzt. Du hast versprochen, sie freizulassen. Es tut mir leid. Du musst ja mich erst nett fragen. Nun, das ist, was du sagen solltest. Ich verspreche, meine Magie in deinen Diensten zu stellen. Und ich werde dein Sklave werden. Komm hierher und gib deinen Schwur ab. Ich werde kein Nein akzeptieren. Du willst doch deine Schwester retten, oder? Wenn du es nicht selber freiwillig machst, werde ich meine Männer holen. Bringt sie her. Nina, sag es. Schwöre, dass du mir dienen wirst. Das sieht nicht gut aus, Vio. Wir müssen etwas tun. Lass uns die Entführung rückgängig machen. Na gut. Überlass das mir. Bist
Bist du bereit, deinen Schwur zu leisten? Versprichst du sie dann freizulassen? Nein, mach's nicht. Nina, wir haben deine Schwester. Hä? Wer ist denn das? Bringt sie um. Jetzt sehe ich mal mehr von diesen etwas stärkeren hier, aber... Das sollte erstmal kein großes Problem sein. Also, hängt davon ab, wie oft sie Cat treffen. Okay, einer kommt wieder zurück. Beziehungsweise Backup, aber so müssten ja wahrscheinlich dann sogar neue sein. Und Level 10 erreicht. Sehr schön. Okay, die haben wir erledigt. Nun müssen wir nichts mehr fürchten. Oh nein, sie wurden alle besiegt. Vergebt mir. Vielen Dank. Dank euch wurden wir gerettet. Es war gefährlich, aber wir haben es geschafft. Oh, das war schmerzhaft. Was fällt dir ein, mich zu verletzen? Das werde ich dir jetzt heimzahlen, Nina. Haha. Für die Beleidigung wirst du bezahlen. Und dann werde ich euch umbringen. Ja, ist natürlich mal ein lustiger Typ hier. Und wir haben nochmal Backup bekommen, sozusagen. Man könnte hier scramblen, macht vielleicht sogar Sinn, oder? Ja, Nina wird nicht mit normal physisch angreifen, also können wir es auch so hinstellen. Ja, also beschrieben wurde es damit, es gibt ja diese sehr, sehr geringe Chance, dass wenn man einen Charakter K.O. geschlagen wird, dass er dann von selbst nochmal wieder aufsteht. Und angeblich soll es so sein, je mehr man von diesen Flammen dort angesammelt hat, desto höher ist die Chance. Ich gehe auch mal davon aus, wenn man es wahrscheinlich benutzt, dass die wahrscheinlich dann weggehen. Bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher. Also die Wahrscheinlichkeit ist natürlich insgesamt relativ niedrig. So, wenn ich mich recht entsinne, ist hier Cold am besten. Ja, macht doch ganz gut Schaden. Das macht auch gut Schaden. Nina somit, also wie man sich denken kann, so eine Zauberin hier. Ich meinte, bei den anderen Teilen kann sie auch heilen, aber in diesem Spiel kann sie nur Angriffszauber. Und ja, was es sonst noch so kann, schauen wir uns dann einfach nachher nochmal an. Weiß ich mehr, ob der noch eine andere Fähigkeit hat. Hat er nicht auch so eine Art Gifttauch oder so, dass dann alle, welches dann alle versucht zu vergiften oder so? Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Okay.
Warum? Warum? Das kann ich doch nicht glauben. Das ist unmöglich. Nina! Mina, warum hast du das Schloss verlassen? Es tut mir leid, ich wollte dich sehen. Es tut mir leid. Vielen Dank. Danke euch beiden. War es mir möglich, sie zu beschützen. Ich muss sie zurück nach Hause bringen. Alle müssen sich Sorgen machen. Ja, warte mal. Lass uns doch zusammen gehen. Wir werden zusammen Spaß haben, stimmt's, Ryu? Nur ein kurzes Schwitzen. Wirklich? Das macht mir Spaß. Macht mich glücklich. Ja. Ich wollte auch nicht unbedingt allein zurückgehen. Ich werde mir irgendwas überlegen, um euch dankbar zu sein. Ah, das passt schon, kein Problem. Ansonsten könntest du uns ja einfach ein paar Zauber lernen. Lass uns nach Hause gehen. Okay. Hör mal. Achso, ich hatte jetzt einfach nur von mir aus wieder volle Magiepunkte gehabt, ja. Muss ich ja nochmal heilen. Ja, und das ist eben dann Nina hier. Sie müsste von allen wirklich die geringste physische Angriffskraft haben. Hat auch nicht sehr viel HP. Ich denke, ein bisschen mehr wahrscheinlich sogar als Cats. Aber eben auch sehr schlechte Verteidigung. Klar, als Zauberin macht das ja auch irgendwie Sinn. Und lernt halt sehr viele von diesen Angriffszaubern dann über die Zeit. Das haben wir schon so eingestellt. Ich denke mal, die Reihenfolge wird hier auch so bleiben. Das macht so Sinn. Ja, dann werden wir doch ja nochmal wieder rausgehen. Hier an der Stelle dürfen ja keine Gegner sein. Wir haben jetzt momentan noch keine Zauber, um hier schnell aus einem Dungeon wieder rauszukommen. Ja, das macht auch erstmal nichts. Was gibt die am besten? Ist vielleicht Feuer? Achso, wir können uns noch diesen Schatz, denke ich, holen. Ah, die sind ja alle weg hier. Nochmal ein Tausender. So, natürlich nochmal zurück hier. So, jetzt könnten wir theoretisch mal schauen, ob es möglicherweise noch Ausrüstung für Nina hier gibt. Kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, ob sie ja schon alles hatte.
Nein, sie hat noch die Penner-Klamotten. Und auch noch keine Salatschüssel auf den Kopf. Ja, noch sowas. Bisschen Geld einzahlen. So, also 200 übrig. Ja, passt. Hast du Gold dabei? Du meinst jetzt das zum Angeln. Da haben wir, denke ich, schon ein oder zwei irgendwo gefunden. Oder beziehungsweise einmal wurde es, denke ich, sogar im Kampf gedroppt. Aber wir haben halt noch keine extrem gute Angel, ne? Nur die aus Hometown. Also ich weiß, dass hier theoretisch ein Angelplatz auch ist. Da waren wir jetzt noch nicht gewesen. Ich habe jetzt uns als Köder nur noch zwei Würmer. Na, mal schauen. Ich denke, die Devil Kid waren das, die das einfach mal so droppen konnten, oder? Außerhalb der Erhöhung. Da muss man rumlaufen, damit spawnt der Ort. Oder ist es hier drüben? Nö, da kommt man ja nicht hin. Da muss man ja Glück haben, dass man dann noch hinkommt. Ja, wenn es einmal da ist, können wir natürlich auch mal versuchen, noch mal ein paar Schweine zu erlegen. Okay, den haben wir. Den auch. Dann gibt es auch Roast. Okay. Okay. Ah, geradeaus so ausgewichen. Ja, aber immerhin, 3 von 4 ist, denke ich mal, gar nicht so schlecht. Also diese komischen Rehe oder Hirsche, was das sein soll, die sind wahrscheinlich mit Cat sogar leichter zu fangen als mit Bo. Der ist mit seiner Armbrust natürlich ein bisschen leichter mit diesen Schweinen, aber sein Schuss ist halt relativ langsam.
Hm. Ja, bis da runter gehen wir jetzt nicht erst. Also ich weiß noch, als ich hier ganz am Anfang auch so ein bisschen eben einfach Geld machen wollte mit diesen Roasts da. Also ich denke, die ersten vier oder so von diesen Jagdgründen, wo wir reingegangen sind, waren nie irgendwelche Tiere drin. Die waren immer leer. Und dann gibt es... manchmal fliegt dir dann noch dieser komische kleine Vogel da rein. Ja, der ist, denke ich, sehr schwer zu erwischen. Ach, Moment. Konnte nicht noch irgendjemand oder die diesen Jagdgründen etwas machen? Ich denke, ich weiß, wer das war. Aber das war nicht wirklich sinnvoll. Wurden sozusagen sofort alle Tiere geröstet. Ja, Cat hat Feuerball gelernt. Das ist ein relativ starker Zauber. Kostet 20 AP und sie hat erst 8. Naja. Gehen wir halt noch ein paar Schritte nach oben, aber. Also wir haben diesen Fisch schon mal dort rumhüpfen sehen. Ach, schau an. Okay. Wo ist ja egal, wenn wir reinwerfen können, können wir reinwerfen. Ein Unagi. Ich weiß auch nicht, ob ich das noch dabei habe. Ah, ich denke, das habe ich mal in der Bank eingelagert. Ich weiß auch nicht, kann man den überhaupt mit der Stickrod, die wir da haben, fangen? Ist die überhaupt stark genug? Ja, also... heißt es, wir müssen nicht auch Geld dabei haben? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich nehme es einfach mal mit, ist ja egal. So, vielleicht nochmal hier ungefähr auf der Höhe oder so.
Ja, ich meine, wir können es ja einmal probieren. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz genau sicher, wie häufig man es ist. Also klar könnte man jetzt hier diese Gegner hier farmen, aber das muss ja jetzt auch nicht stundenlang sein. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie viele man davon jetzt im Spiel normal in irgendwelchen Schatztruhen oder so findet. Das ist sicherlich nicht extrem viel, aber ein paar werden es, denke ich, schon noch sein. Okay, aber ich komme hin. Ja, gut. Was gab es eigentlich noch für Stellen, wo man jetzt explizit ihn dort fangen kann? Also einmal probieren wir es doch, wenn wir denn nicht kommt, dann, wie schon gesagt, das werden wir uns das später mal ansehen. Das ist direkt neben Township, also die Stadt, die man dann selber noch ausbaut. Bin mir nicht mehr sicher. Also sicherlich vielleicht auch auf irgendwelchen Inseln, wo man dann ganz später mal hinkommt. Okay, einen Versuch haben wir noch. Okay. Wir probieren es mal mit den einen hier. Ach so. Oh. Das ging doch recht gut. Was willst du denn? Den Silberdolch, den haben wir ja schon. Iron Mail, Night Helmet.
Ich bin mir auch wirklich nicht sicher, weil dieser eine Teil hier Shield heißt. Also es klingt mir ja wie Silk Glove oder irgendwie sowas. Also Iron Shield, okay. Aber vielleicht ist es einfach irgendwie Armschutz oder sowas. Habe ich schon als ein oder andere mal erwähnt, die englische Übersetzung ist wirklich nicht extremst gut. Naja. Es gibt das ja hier dazu und bei ihm jede Menge. Ah, dann kaufen wir uns mal die Sachen hier. Das wird nicht ganz reichen, ja. Iron Mail wahrscheinlich, oder? Ich weiß nicht, was das sonst. Okay, wenigstens diesen Knight Helmet. Gut. Also Iron Shield werden wir sicherlich dann auch noch bald kommen. Das wäre natürlich ganz schön gewesen, aber naja. Wir haben noch Roast. Du hast natürlich recht. Und ein Bronzeschwert. Und theoretisch noch Fisch. Rennt das Eisenschild, aber das ist natürlich wesentlich mehr wert hier. Die scheinen relativ. Und du kriegst noch ein bisschen mehr dazu. Ich denke, das bringt einfach mehr, wenn wir dir das geben. Ja. Also ja, ein paar Fische brauchen wir jetzt, denke ich, nicht mehr zu verkaufen, diese kleinen Sardinen oder irgend sowas. Na gut. Ich gehe mal davon aus, wenn man jetzt kämpft, ist er wahrscheinlich weg, ne? Hast so viel Geld, wird man jetzt natürlich auf die Schnelle auch nicht sammeln. Ja. Na gut, aber hat sich, denke ich mal, durchaus gelohnt. Das erstmal wieder ein. Na gut. Das brauchen wir auch nicht einzahlen, lieber Kröten da. Nun gut, dann also mal auf Richtung Windia. Snippet. Na gut. Ich denke, wir sind schon mittlerweile hier ganz gut dabei. Geht das alles ohne Probleme hier. Ach ja, falls man sich fragt, also Nina hat jetzt nichts, was ihr auf der Map machen kann. Zumindest momentan nicht. Also, was man natürlich nochmal zeigen kann, sie hat ja auch eine Spezialfähigkeit natürlich und dieses Will, was sie dort hat, da versucht sie einfach ein paar von ihren HP wieder zurückzugewinnen. Was natürlich für eine Zauberin grundlegend eine ganz schöne Sache ist. Was ist der 15? Ja, wenn man will.
deutsche Fliege. Na, mal schauen. Vielleicht ist es einfach die tote Fliege, oder? Sieht recht tot aus. Weiß jemand, wie man da hinkommt? Naja. Okay, gibt es noch die etwas stärkeren Schweine? Ja, nicht stark genug für uns. Na, versperren uns schon wieder den Weg hier. Das ist eins dieser Jagdgebiete, die ich nicht so extrem gern mag. Die sich dann immer in diesem Gebüsch verstecken. Ihr dürft nicht eintreten. Oh, Mina. Danke für deine harte Arbeit. Darf ich rein? Natürlich. Ein Verlies beginnt hier, um die Eindringlinge fernzuhalten. Bitte, lasst Vorsicht walten. Ja, da unten sind schon mal Gefangene. Ich denke, hier geht es offiziell nicht lang, aber irgendwo gab es auch mal einen Gegenstand nochmal, oder? Was liegt denn hier? Ich habe mich einst um eine Prinzessin im Schloss gekümmert. Sie wurde verbannt, weil sie schwarze Schwingen hatte. Und Leute glaubten, es sei ein schlechtes Omen. Aber der König tat es nicht, um sie zu beschützen. Ich kenne das Geheimnis. Aber ich habe nicht mehr die Kraft, um aus diesem Bett herauszukommen. Aber verglichen mit der Trauer des Königs ist das nichts. Wir könnten natürlich theoretisch auch mal mit den Gefangenen reden. Wenn wir das dürfen. Oder falls sie uns was erzählen wollen. Das ist natürlich eine andere Frage. Hey, ich weiß die Wahrheit. Eine Person, die schwarze Schwingen hat, wurde in die Königsfamilie geboren. Es wird dir nichts helfen, mich auf die Art und Weise einzusperren. Windia wird bald von den Flammen des Desasters ergriffen werden. Hahaha. Okay. Die Oma nebenan wurde weggesperrt. Weil sie einen Zauber auf das Land legte, um irgendwelche Desaster zu bringen. Na gut. Also ich muss auch zugeben, dass da die ein oder andere Sache, die man jetzt hier einfach so mit den Leuten reden konnte und so, dann, ich denke mal, früher auch gar nicht so viel immer gemacht haben. Nina, jeder wird schockiert sein, wenn wir zurückkehren, oder? Ich wünschte, du könntest mit nach Hause kommen, hin und wieder mal. Wir gehen nochmal zurück. Wir können nochmal schauen, was da drüben oben war. Das ist zum Beispiel auch so, dass ich nicht mehr tausendprozentig weiß, wie man hier lang geht. Aber ich denke, das ist einfach nur ein Dead End. Ja, aber immerhin ist einer da.
Nach einer Legende wird eine Person mit schwarzen Schwingen Windia ruinieren. Die scheinen ja alle sehr viel davon zu reden. Vielleicht hat man die deshalb alle hierher gebracht. So, ich weiß, dass wir hier richtig nach Osten müssen. Genau, hier ist einfach mal dieses Nichts, was ich gedacht hatte. Ja. Hier geht's dann rauf und hier geht's dann wahrscheinlich im Kreis rum zu dem anderen Teil. Ja, hier kann man einfach außen rum gehen. Wir könnten noch mal in dieses hier reingehen. Da gab es doch keinen Gegenstand. Ja gut, vielleicht verwechsel ich das mit, sagen wir mal, etwas später im Spiel. Na gut. Dann gehen wir doch mal hier rein. Wer seid ihr? Ich habe meine Schwester mitgebracht. Davon weiß ich nichts. Mina hat keine ältere Schwester. Mutter. Es tut mir leid. Eure Prinzessin muss sich wohl verlaufen haben. Also haben wir... Schwester, was erzählst du denn da? Eure Majestät, was ist denn das? Nun, es scheint, als dass diese Leute Mina gerettet haben. Ich danke ihnen dementsprechend und führt sie aus dem Schloss heraus. Mina, du musst ihnen auch danken. Mutter, was sagst du denn da, Schwester? Wir können momentan niemanden ins Schloss lassen. Der beste Weg nach Osten zu gehen ist über die Klippen im Süden. Na, sag doch mal dasselbe hier. Was? Warum? Warum? Ist Dina denn keine Prinzessin? Sag mir warum. Was hat das mit diesen schwarzen Schwingen auf sich? Es tut mir leid, dass ihr euch unangenehm gefühlt habt. Überhaupt nicht. Ich denke, eure schwarzen Schwingen sind sehr schön. Danke. Es ist natürlich auch irgendwie interessant, dass sie im Spiel selber ja überhaupt nicht schwarz sind. Ne? Vielleicht waren sie farbenblind. Kommt und seht her. Es ist eine Magie-Show. Ich werde jemanden in diese ganz gewöhnliche Box stecken. Und ich werde ihn verschwinden lassen. Mit meinen Kräften. Nun, Mister. Wollen Sie die Herausforderung nicht annehmen? Beweisen Sie unser Mut. Ihr wollt doch vor den Mädchen nicht wie ein Feigling aussehen. Nun gut, wir sind bereit. Wenn alles funktioniert, bitte applaudieren Sie. Arr. Da, Applaus bitte. Hey du, wo hast du denn Ryu hingepackt? Ah, das ist... Ja, ist ja schön und gut. Bring ihn einfach zurück. Ist Ryu dein Freund? Nein, aber bring ihn zurück. Es fällt mir etwas schwer, das zu sagen.
Aber der Zauber ist gescheitert. Er ist in eine andere Dimension verschwunden. Es tut mir leid. Was soll das alles? Das verstehe ich nicht. Sagst du damit, dass du ihm nicht helfen kannst? Naja, es ist nicht so, dass ich nicht könnte. Es ist eine lange Geschichte. Sollen wir einen Tee trinken? Dann kann ich es dir erzählen. Nein, danke. Bring ihn einfach zurück. Mom. Du siehst, ich bin auch ein Junggeselle, haha. Schluss! Du redest zu viel. Lass uns diesen Typen einfach hier rumliegen und Ryu selber finden. Jetzt werd doch nicht gleich sauer. Ich werde dir helfen, ihn zu finden, wenn ich mein Date mit Nina hatte. Oder willst du mit mir spielen? Ich kann mich wirklich nicht für eine von euch entscheiden. Moment! Ich glaube, ich will euch ja einfach beide nehmen. Wenn ihr ablehnt, werdet ihr ihn nie wieder sehen. Eine andere Dimension! Er ist dort einfach in der Erde. Was fällt dir ein, uns reinlegen zu wollen? Oh nein! Vergebt mir. Ach ja. Ich werde mich von nun an benehmen. Vergiss es, ist egal. Er ist zurück und ist sicher. Was? Ihr wollt mir vergeben? Ihr seid so nett. Ihr seid genauso wie... Ich dachte ihr, wie ihr sein würdet. Ihr seid so nett, einem Idioten wie mir zu vergeben. Darf ich euch Meister nennen? Was heckst du gerade wieder aus? Nichts, bitte lasst mich euch dienen. Wenn du nicht mit den Schwachsinn aufhörst, schlage ich dich K.O. Ich mache keine Witze. Ich gebe euch mein Leben. Na gut, dann folge uns einfach. Cool. Tja, sicherlich mal eine der ungewöhnlichsten Charaktereinführungen in solchen Spielen. Und jetzt haben wir zum ersten Mal die Gruppe hier voll mit 4 Leuten. Und ja, Stan, der hat sich nicht mal mit Namen vorgestellt. Ja, also ein kleiner Affe, den haben wir jetzt auch dabei. Er ist, ich sag mal, auch relativ schnell jetzt so, am Anfang nicht extrem stark, hat auch nicht extrem viel Abwehr. Hat natürlich dann auch schon ein bisschen mehr HP, sagen wir mal, als Cat zum Beispiel. Aber ja. Nun gut. Besonders viel Geld haben wir natürlich nicht mehr. Also hier gibt es jetzt natürlich auch wieder Sachen zum Kaufen oder Ausrüsten. Ich weiß nicht, was von diesen Sachen, die wir jetzt dort gesehen haben, wir möglicherweise jetzt auch hier kaufen könnten. Chainmail. Na, das ist auf jeden Fall schlechter wie das Ironmail, was wir gesehen hatten. Was ist ein Helm? Okay. Bodendecker, den braucht man nicht. Man kann einfach das Langschwert hier kaufen. Das ist nur ein ganz wenig stärker als der Silberdolch, aber dann kann man ihm den Silberdolch geben. Und der ist ja stärker wie dieser Holzdolch hier.
Von daher. Na gut, aber man sieht schon, das kostet dann schon alles ein bisschen was. Da werden wir erstmal ein bisschen Geld ansammeln müssen. So, speichern wir hier nochmal. Jetzt kann man sich das auch mal in dem Sinne ansehen, was dort gemeint worden ist. Hier unten kommt man jetzt tatsächlich auch wieder zurück. Und dann kann man gleich mal seine Fähigkeit zeigen. Ja, kann sich hier an diesen Holzstäben, die es da manchmal auf der Weltkarte gibt, einfach dann so drüber greifen. Und ja, das ist auch seine sozusagen spezielle Fähigkeit. Mal die Reihenfolge ein bisschen ändern. Ich weiß nicht, ob wir hier bei Scramble bleiben. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, bei 4 Charakteren kommen jetzt noch 2 weitere Sachen dazu. Die Fans, das ist tatsächlich so, dass der erste, der vorne steht, mehr Schaden und Abwehr hat und die, ich denke, alle 3 anderen haben schon ein bisschen mehr. Das ist der Riesenunterschied zwischen parallel und normal ist. Also ich denke, das sind wirklich 2 vorne und 2 hinten und normal ist ja so ein bisschen, dass es so der Reihe nach gestaffelt ist. Scramble ist halt hauptsächlich Angriff, Defense ist halt hauptsächlich in der Verteidigungshaltung. Ja. Ich denke, Scramble macht hier schon Sinn. Ich denke, die sind relativ anfällig gegen Blitz. Ja. Ist wahrscheinlich auch nicht so wichtig. Ja, natürlich erstmal keinen Schaden da hinten. Gut, er hat noch sehr wenig Abwehr momentan, das ist richtig. Und sie hat momentan auch mehr Abwehr wie wir, das stimmt. Ah, trotzdem mehr Abwehr. Ja, 57, das macht schon einen kleinen Unterschied, aber. Ich denke mal, so ist er schon okay. Goblins. Und ich denke, das ist jetzt so ungefähr in der hier oben kann man auch noch mal angeln. Wir haben jetzt, denke ich, nichts dabei. Aber jetzt sieht man schon mal, hier gibt es jetzt schon mal etwas größere Fische. Das heißt, wir können uns da sicherlich mal in diesen normalen Shop, den es ja auch noch gibt, mal mit umsehen. Was ist dort so alles? Ich gehe mal fast davon aus, dass es dort wahrscheinlich dann auch neue Köder oder sowas geben muss. Ich weiß nicht, ob es hier schon die nächststeigere Angel gibt. Was ich auf jeden Fall sagen soll, das ist auf jeden Fall hier eine Stelle im Spiel, wo ich denke, ich das erste Mal gespielt hatte, nicht so wirklich dann noch wusste, wie es wirklich weitergeht. Also man kann jetzt hier noch weiter Richtung Westen gehen, da kommt man auch noch in ein weiteres Städtchen. Aber es ist ja trotzdem erstmal wissen, was man da so machen muss. Und da hatte ich dann, denke ich, hier an der Stelle, also jetzt direkt hier, aber generell bei den Gegnern so, bis Level 18 oder so mal trainiert. Das war schon verdammt lang. Und das ist ein echten, muss ja so sagen, dann Sinn erfüllt, aber na gut. Das war immer ein starker Angriff, wenn man bedenkt, dass sie ganz hinten stand.
Hotel war das hier rechts? Ah ja, steht außen nichts dran. Muss man halt wissen, dass das dann das Inn ist. Du wirst auch wieder ein Motel. Okay. Also mit Parkplatz. Na gut. Wir können natürlich mal schauen, ob hier oben was gibt. Nochmal ein Hunderter. Was ist denn für einer? Halbe geile Frisur hier. Oh gut, das Spiel ist ja von Capcom. Boah, ich will Fisch verkaufen. Ah, okay. Da habe ich schon eine Idee, was. Tree Steak. Ist das für dich? Ah, war schwach. So, was kostet denn hier dieses Longsword 26? Kann man Roast verkaufen und das Ding hier natürlich auch. Das Einzige, wo man da halt aufpassen muss, dass man eben dieses Langschwert einfach so kauft. Weil wenn man es halt eintauscht, ist halt der Dolch auch mit weg. So, jetzt ist ja schon mal eine etwas bessere Waffe hier. So, wir könnten ja mal schauen, was es jetzt hier drin gibt. Nein, gibt nichts zum Angeln. Das ist interessant. Na gut. Dann müsste man also, wenn man unbedingt will, nach Hometown zurück und dann von da aus. Also da gibt es ja nicht nur die normalen Würmer, sondern auch noch andere Sachen. Was ist eigentlich in dem Haus hier? Also normale Wohnungen hier. Und vor einiger Zeit ist ein Einbrecher hier eingebrochen. Der Einbrecher war eine Frau, die wie eine Fledermaus aussah. Ah, die suchen wir ja auch. Nichts. Ah, es macht mich so wahnsinnig. Der Einbrecher ist davon gekommen. Wenn ich ein wenig dünner wäre, hätte ich sie vielleicht fangen können. Was? Einbrecher? Sie ist Richtung Westen geflohen. Hm. Also, wie schon gesagt, wenn man sich hier mit den Charakteren und so alles unterhält, bekommt man eigentlich schon die ganzen Informationen, die man so braucht, wie es da irgendwie weitergeht. Na? Also es sind ja viele Sachen, ne? Hier hat man halt eben jetzt, also Sachen, wo in denen mehr, man mehrere hat, man hat ja insgesamt nur 8 Zeichen hier, ne? Und das ist halt da so ein bisschen, denke ich mal, auch die Schwierigkeit gewesen, auch im Kampf, die Gegner klingen ja zeitweise immer ziemlich, naja, fragwürdig, die Namen von den Charakteren sind auf 4 Zeichen beschränkt, darum sind ja viele auch umbenannt worden. Also gut, einige sind halt einfach wirklich rein japanische Namen, ist halt die Frage, ob dieses so viel Sinn gemacht hätte. Es gibt ja, also gibt es ja so wie so eine Art Fan-Übersetzung oder sowas. Also der eine hat auch mal so eine deutsch übersetzte Version von dem Spiel gespielt. Mit eben dann auch so Sachen, dass halt die Charaktere auch mehr als diese 4 Stellen an Namen hatten. Das war dann halt einfach ein anderer Font gewesen.
Und die Gegner und so weiter auch, also wobei halt die Übersetzungen, was dann die Gegenstände und so machen oder die Zauber nicht immer besonders sinnvoll waren. Das kann natürlich allerdings darauf auch gelegen haben. Ich meine, die englische Übersetzung ist halt auch nicht extrem gut gewesen, von daher. Naja. Na gut, aber ich denke, für heute soll mir das ja an der Stelle dann erstmal reichen. Speichern wir nochmal hier. Ja, und beim nächsten Mal werden wir uns hier dann natürlich noch ein bisschen weiter mal hier in der Stadt umhören und wir haben natürlich auch noch ein bisschen mehr Geld uns zusammen farmen, um uns ja dann mal die ganzen Gegenstände und so noch zu holen. Und ja, dann geht es natürlich hier weiter Richtung Westen. Wir verfolgen mal immer noch diesen Dieb oder diese Diebin und wir hoffen natürlich, dass wir die dann irgendwann auch zu fassen kriegen. Und ja, wie schon gesagt, morgen dann erstmal nichts und ich gehe mal davon aus, dass wir Montagabend wahrscheinlich wieder weitermachen. Na gut, von daher würde ich aber sagen, erstmal soweit, bis dahin.